Und willkommen zurück auf YouTube. So, wir legen mal los und was war los? Was war jetzt nochmal Sache? Wie gesagt, ich konnte längere Zeit nicht spielen. So, da haben wir Gegner. Die beschützen doch was, oder? Ist das hier? Haben wir die schon gehabt oder sind die neu? Komm, wir machen mal ein paar Sachen. Ich würde auch gerne die Quests weiterführen, aber irgendwie immer, wenn wir eine Quest weitergeführt haben, hat das Spiel extrem gestockt. Na, vielleicht haben sie es auch schon behoben. Es gab auch schon, hallo? Hallo? Weg mit ihm. Na, mein Freund. Yeah, Kollege, hier. So, wir haben einen von uns gerettet. So, okay. Ja, okay. Zurückzahlen kannst du uns das natürlich auch gerne, wenn du möchtest, aber sei einfach da, wenn wir dich brauchen. Sei ein Creep. Dann passt das schon. So. Da ist unsere Base. Ich muss mal kurz gucken, was hier gerade Sache ist. Lass uns einhaken. Bitte recyceln. Ja, das haben wir alles, ne? Das hatten wir alles gemacht. Werte. Ja, das wissen wir alles. Tagebuch. Ne, das war das. So, egal. Wir haben hier nochmal R. Hier haben wir die Hauptquest. Diese R's, das sind ja das, was wir letztes Mal auch gemacht haben. Diese Rampage-Sachen, würde ich mal sagen. Und ja. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen der Hauptstory nach. So, ich meine, es gibt so viel zu sehen und so, aber ich denke mal... Ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass das eine Art RPG ist. Oder eher gesagt eine Art Penner-Game im GTA-Stil. Aber ich finde es gut. Ich feiere es. Es macht auch mega Spaß. Halt nur ärgerlich, ne, wenn es dann anfängt zu stocken oder so. Vielleicht haben wir das jetzt nicht. Ich habe jetzt auch mal über die... Ich habe also immer bei Twitch über die Bildschirmaufnahme gestreamt. War vielleicht nicht so die beste Option. Hier fahren wir überall gleich rein fast. Ja, ich wusste es nicht besser. Kann passieren. Jetzt habe ich über die Game Capture Sache das probiert. Aber es funktioniert nicht bei jedem Spiel leider über Streamlabs. Muss man mal gucken. Es sollte aber auch auf jeden Fall im Stream, glaube ich, oder hoffe ich mal, flüssiger laufen. Sorry übrigens für die hohe Auflösung dabei. Ach ja, hier haben wir nur das hier. Das ist ja unser Inventar hier. Ach, ein bisschen Platz haben wir noch. Sorry für die hohe Auflösung. Ich bin kein Partner oder sowas. Deswegen 1920 mal 1080 habe ich jetzt gewählt, weil ich halt das Spiel auch in der Auflösung aufnehme und es bei geringeren Auflösungen leider zu Problemen mit der Aufnahme kam. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen und ich hoffe, ihr könnt trotzdem zuschauen, wenn ihr möchtet. Ohne, dass es ruckelt oder sonst was. Ne? Stufenaufstieg, nice. Wo ist der? Kollege. So. So, ne, ohne, dass ihr irgendwie größere Schwierigkeiten habt oder so. Das zu sehen, also... Hoffe ich schon. Und vergrößert Charlies Inventar. Ja, das holen wir auf jeden Fall jetzt. Yeah, es war nur eine Reihe, aber eine Reihe ist eine Reihe. So, dann wollen wir uns mal das Zelt hier aneignen. Das könnte noch gut werden. Ne, aber wie gesagt, ne, folgt mir gerne rein hier auf Twitch. Eventuell, ich weiß ja nicht, wie sich das bemerkbar macht, aber eventuell schaltet Twitch ja auch mal für alle die höheren Auflösungen oder diese Auflösungsauswahl frei. Aber um die Server halt nicht komplett auszulasten, ist das halt momentan den, glaube ich, erstmal nur den Partnern vorherbestimmt. Was ja auch verständlich ist, die verdienen damit ihr Geld. Oh, da ist eine Feder drin. Die müssen wir auch mal öfter sammeln, hier die Federn, finde ich. Ne? Die haben wir auch ein bisschen zu sehr außer Acht gelassen. Und da oben ist schon wieder ein Creep. Wir brauchen die Creeps. Die können unsere Basis beschützen. Wie kommen wir denn da hoch? Ha! Yeah! Hier! Fuck!
Kollege. Wir treten dir in den Hintern. Jo. Ja, dir auch. Boah, guck dir das an. Wunderbar. Gut, kennen wir. Kennen wir schon. Beschütz unsere Base, Kollege. Dann sind wir quitt. So, Creep gerettet. Respekt plus 1. Nice. So muss das. So muss das. Eine weitere Feder. 9 von 49 schon. Also ich will auf jeden Fall in dem Game... Ich weiß natürlich nicht, ob wir es schaffen, aber ich will auf jeden Fall natürlich das Spiel durchspielen. Eventuell die, wenn wir ein bisschen höher gelevelt sind, diese R's abhaken. Und die Story natürlich abschließen. Das ist ja ganz klar, ne? Das ist ja das Hauptziel. Aber ich würde dann auch gerne die ganzen sammelbaren Sachen hier haben. Also die Federn, die Blaupausen, ja, Respekt, ist nicht viel zu sammeln, gut. Aber auch die Basen. Ne, wir wollen das alles zusammen haben. Danach ist das Spiel für mich dann erst abgeschlossen. So, hier ist der Clown. Wie hieß der nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Sammeln wir hier nochmal ein bisschen Guano ein. Oh, guck mal, wir sind erlaubt. Hier gibt es doch safe auch eine Feder. Hier gibt es doch safe auch eine Feder. Ne, das ist Licht. Jetzt sah nicht, die ist da oben. Das wäre ja unpraktisch. Ne, da oben ist aber nichts. Gut. Hä? Hier muss doch irgendwo eine Feder sein. Ah. Ne, da wahrscheinlich auch nicht, oder? Als ob hier auf dem Gelände keine Feder ist. Also, Leute. Das ist ja, ne? Okay. Keine Feder für uns hier. Hä? Wie kommst du denn hier hoch, Alter? Alter, was ist denn los mit ihm? So. Ja, hier ist soweit nichts. Wir müssen... Oh, wir müssen mal essen. Wo ist er? Hallo. Da ist unser Einkaufswagen. Wir müssen was essen. So, ja, komm. Zimmern wir uns das Hotdog rein und eine Flasche verdorbenes, wie auch immer Wasser verderben kann. Hauen wir uns auch rein. Dann sind wir erstmal wieder frisch. Ich bin übrigens etwas verschnupft. Ich hoffe... Man hört es nicht zu krass raus, obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass man es schon etwas krass raushört, leider. So, hallo, Freunde. Ah. So. Also ich meine, wir spielen auf einem geringen Schwierigkeitsgrad, ne? Aber ich muss sagen, ich finde es trotzdem krass, wie leicht man hier alle wegkriegt. Wir sind nur ein paar Mal gestorben, als wir ins Wasser gegangen sind. Das ist schon hart. So. Erstmal die Pilze. Sehr gut. Und dann wollen wir mal das Fass hier als Blaupause für uns beanspruchen. So. Federn sind hier keine. Vielleicht hier. Oh, was ist das denn hier? Beerenknoblauch. Was ist das denn? Ach, das ist das. Ah. Ey, was? Hallo? Danke. Beerenknoblauch. Wenn der teuer ist, pflanze ich den an. Aber wahrscheinlich brauchen wir da wieder große Kübel für. So. Hier ist auch nichts, ne? Was wir so unbedingt gebrauchen können. Naja. Wie voll ist unser Inventar? Ja, geht. 1,33. Ja, der wird auf jeden Fall nachher angepflanzt. Der Bärenknoblauch ist der neue Shit. Was haben wir denn hier? Eine Clownbeere. Ich glaube, wir sind in so einer Art High-Level-Gebiet oder sowas.
Ja. Okay. Und die? Ja, auch 1,33. Das sind die High-Level-Bären hier. Ja, gut. Nehme ich auch mal so mit. So, was haben wir hier noch? Da sind. Oh, da haben wir auch noch nicht. Komm, wir machen mal ein paar hier. Ein paar Fresh. Hallo, Freunde! Oh, er hat ein Schild. Er hat ein Schild. Oh, er hat ein Schild. Er hat ein Schild. Oha. Oh, ja. Wir müssen gleich auf jeden Fall uns heilen. Ah, Junge. Geh mal weg mit deinem Molotow-Cocktails hier, du. So, nur noch er. Und er kriegt jetzt richtig hier den. Er sitzt im Stuhl fest. Er ist stuck im Stuhl. Bro, I'm stuck. I'm stuck, Stepbrother. Ey, die haben sich hier ein Kino aufgebaut. Wie geil ist denn das, bitte? Nur ohne Beamer. Ja, gut. Ist halt dann eher so semi-optimal. Aber ich meine, zumindest ist die Grundlage da gewesen. Inklusive Sofa, was sie jetzt nicht mehr haben. Oh, was haben wir denn hier? Ach, hier haben wir Daten, ne? Ah, ne, dieses Taubending. Ja, hier. Diese Taubenfähigkeiten. Das werden wir auch noch machen, aber nicht jetzt. Jetzt habe ich gerade mehr Lust, hier die Sammelsachen zu holen und mich mit den Bugs anzulegen. Shit. Ach, hier kommen wir durch. Okay. Oh, was ist das denn? Ah. Ah, okay. Wir können die Tore auch auf und zu machen. Zwiebelsamen. Ja, gut. Davon haben wir genug. So. Ja, das geht alles. So, da oben sind noch Gegner. Ich würde sagen, danach machen wir dann auch die Story weiter. Hier ist keine Feder mehr. Also nach den Gegnern. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das ist Hintergrundmusik. Ich dachte schon. So, die wollen einen Creep von uns hier fertig machen. Ich hätte mich heilen sollen vorher. So. Danke. Ja, nice. Wir haben ihn gerettet. Noch einer mehr, der uns hilft bei unseren Sachen hier mit den, ihr wisst, was ich meine. Reparaturset. Wo ist. Wir haben uns doch Schmerzmittel. Nice. 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 So, wir sind wieder voll. Voll geheilt. Haben wir hier noch was? Ne, aber der hilft uns bei unserer Basis, bei der Verteidigung zumindest. Ah, ich muss dran denken, dass wir auch hier die ganzen Kartons und so kaputt machen können, ne? Stimmt. Und hier natürlich aufmachen. Hier haben wir. Ey, die können wir doch safe recyceln, oder? Die können wir recyceln. Die Shuriken-Fähigkeiten müssen wir auch mal erweitern. Ja, wir verlieren Leben, obwohl er uns jetzt so an sich zumindest hier nach nicht trifft. Wo ist denn der andere? Hallo? Hey, Junge. Hau doch nie ab. Ja, ich sag mal so, du bist davon ausgenockt worden, ne? Das reicht mir doch. Und wir haben schon wieder den nächsten Stufenaufstieg. Und ich würde sagen, diesmal gehen wir auf was anderes. Eingepflanzte Samen wachsen schneller. Taubenfähigkeiten, Abklingzeit brauchen wir jetzt noch nicht. Ah, senkt die Preise in Läden ist auch gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal ein bisschen auf Ressourcen. Beim Betteln, du verlierst weniger Geld. Immer wenn du eine hergestellte Mixtur anwendest, ja, das haben wir jetzt noch nicht so krass. Mehr Verbrauchsgegenstände aus Pflanzen. Das ist geil. Erhöht die Robustheit aller Bauwerke. Das ist auch gut. Mehr Schaden ist auch nice. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Verbrauchsklamotten.
Damit können wir uns eventuell ein bisschen Zusatz-Money aneignen. So, hier wollen wir ein bisschen Vandalismus betreiben, ne? Karl, wo bist du? Oh, nice! Do we really Sehr gut. Need it? Ja, klar. Wir brauchen Pappe. Hier, Vorhänge für die Tür. Okay. Werden wir wahrscheinlich nie gebrauchen können. Weil es ja Schwachsinn, wir haben eine Pappburg. Da will ich keine Vorhänge dran haben, die soll cool aussehen. Und zumindest für mich selbst, für mich persönlich, sehen Vorhänge leider nicht cool aus. Sieht man auch an den Vorhängen bei mir zu Hause. Die müssen nicht gut aussehen. Es reicht, wenn keiner reingucken kann. So, da ist schon... das sind schon wieder welche. Die sind auf dem Dach. Wie kommen wir da hoch? Die Musik. Sehr schön. Oh, hier. Oh. Da gehen wir noch nicht rein. Das ist eine... Bugsturf. Da wollen wir noch nicht hin. Ich weiß gar nicht, vielleicht könnten wir da jetzt auch schon hin und alles fertig machen, aber es sieht halt mehr aus nach Hauptquartier von den Bugs und das muss jetzt noch nie sein. Können wir die Leiter hoch? Können wir die Leiter... Ja, so nicht, Kollege. Ja, können wir. Nein, bitte nach oben gehen. So, wo sind die? Unten wieder, na okay. Was ist denn hier noch eine Feder oder sowas? Ich sehe nichts. Da runterspringen ist, glaube ich, eher so mittel, ne? So semi-gut. Oh, wir surfen hier lang. Nice. Ah, nicht schlecht. Na, ich bin daneben gesprungen. Ah, wir müssen hier unseren Bug-Kollegen helfen. So, wir haben unserem Bug-Kollegen geholfen. Wir würden dich auch nicht im Stich lassen, Kollege. Verteidige unsere Base bitte mit. So, wo ist... Ja, er muss einmal runterkommen da. So, da ist er. Nee, da ist er nicht. Kommst du bitte einfach? Da ist er. So, dann wollen wir jetzt mal schnell hier... Wollen wir Battleschild schreiben? Was schreiben wir drauf? Wir machen es mal ganz plump in einem ganz plumpen Ton einfach mal. Damit wir einfach nebenbei mal, während wir hier ein bisschen rumlaufen, ein bisschen... This is perfect! A masterpiece! Alles perfekt. Ja, er hustet uns einfach nur an. Alles hilft. Und, wie viel waren's? Boah, Ehre. $1 fast. Nee, das wollte ich nicht. Erstmal wieder wegpacken. Wo ist... Halte doch bitte Karl nicht auf. Jetzt steht da auch noch der Polizist. Ich wette, wenn ich das jetzt werfe, dann treffen wir den und dann sind die wieder aggro auf uns. Okay. Ach komm. Wir schieben dich mal manuell. Denn anscheinend ist seine Wegfindung eher so semi-gut. So. Haha. Danke. Sehr nice, nehmen wir mit. So. Was haben wir noch? Da hinten haben wir noch so eine Taubendame. Ich dachte jetzt, hier schreit jemand. Das ist einfach nur im Spiel. Okay. Hier können wir wieder ein bisschen was an Alkohol und so kaufen. Mal gucken. Hallöchen, mein Freund. $2 haben wir. Einmal Schmerzmittel holen wir uns auf jeden Fall. Können wir auch was verkaufen bei dem? Das geht nur in den Pfandhäusern, glaube ich, ne? Enjoy your day. Dankeschön. I enjoy my day. So, auf.
Ah, das ist eine Plastikflasche, ist nur Müll. Milch, Milch. Oh, die ist noch nicht mal verdorben. Die nehmen wir mit. You're not gonna eat that? Können wir damit was anfangen? Ich glaube, das ist auch nur Müll gewesen, oder? Ist das nur Müll? Das ist nur Müll. Warte mal, wir müssen das erstmal nehmen. Ciao. Ich finde die Physik gerade echt gut. Ist lustig. So. Was haben wir hier noch? Eine verdorbene Orange. Ah, warte, warte. Essen wir einfach mal. Und eine Gurke. Die hauen wir uns auch rein. Nice. Ja, man darf ja nichts verkommen lassen hier. So. Dann wollen wir mal erstmal zurück zur Base, würde ich sagen. Die Sachen wegbringen. Wo ist sie jetzt? Da. Nee. Hä? Da. Da ist die Base. Ach, scheiße. Shit. Wir müssen hier links runter. Wo ist Carl? Carl. Carl Cartman. Komm, gib Gummi. Come, entertain me. And you will be handsomely rewarded. Bevor wir das machen, müssen wir uns erstmal ein bisschen im Kampf noch trainieren. Diese Rampage-Sachen sind teilweise echt schwierig. So, da müssen wir weiter runter. Die nächste müssen wir links rein. Hier aus dem Park haben wir die Feder. Oh, hier ist doch bestimmt auch noch eine Feder. Oder auch nicht. Können wir da rein? Nö. Oh, wir können hier aber suchen. Ja, die nehmen wir mal mit. Die können wir recyceln. Kriegen wir ein bisschen Holz raus. Jetzt spring da bitte hoch. Danke. Da kriegen wir ein bisschen Holz raus. Das nehmen wir ein bisschen zum Basenbau. So, da wir eh gerade auf dem Weg sind. So, hier war das links rein, oder? Ja. Und dann gleich in das Gässchen rein. So, die Tauben lassen wir da mal. Die dürfen heute mal ihren Guano behalten. So, oh shit. Keine überfahren. Sonst gibt es direkt Polizeisterne. GTA San Andreas lässt grüßen. So, was haben wir hier? Die Pappe. Oh, warte, wir bauen erstmal weiter hier. Ich würde sagen, wir bauen erstmal weiter. Katalog. Wände. Bauwerk, eher gesagt. Burgwand. Nee, warte mal, wir haben ja keine Burgwände. Wir haben erstmal nur normale Wände. Kosten weniger. Oh. So, die kosten weniger Pappe. Und wir brauchen erstmal wieder eine Unterlage. Machen wir zwei hin. Dann können wir nachher entspannt weiterbauen. So, was haben wir hier noch? Was wir einlagern können. Noch einiges, ne? Oh, erstmal die Schubladen. Oh. Oh, warte mal. Nee. Wieso können wir die nicht aufnehmen? Ja, wir haben jetzt... Moment, was ist hier überall drin nochmal? Ah, hier sind Samen drin. Oh shit, ich habe eine Zwiebel. Ach, wir bauen die Zwiebeln ja an wie nix. So, das kommt da schon mal rein. Oh, sie sind nur zu 20 stackable. Schlecht. Aber nicht so schlimm. So, das packen wir da rein. Zwiebelsamen. Das. Die sind, glaube ich, in dem anderen drin. Joa, was ist das denn hier? Ach, Guano. Guano, stimmt. Wir brauchen mehr Kisten. wir brauchen mehr Kisten. So, hier ist noch wenigstens ein bisschen Platz. Komm, Guano packen wir da auch nochmal rein. Oh, hier haben wir auch schon Holz drin. Packen wir das nochmal in eine andere Tüte gleich. In die andere Kiste, meine ich. Packen wir mal hier unsere seltenen Beeren rein. Wie die Beerenknoblauch oder die Clownbeere. Das kommt hier rein. Den Tabaksamen packen wir mal hier drauf. Das Trockenfleisch. Ja, das nehmen wir mal mit. Ich würde sagen, das nehmen wir mal mit.
Essen, Trinken und so, das ist schon... Das können wir schon mal mitnehmen. So, das sollten wir aber mal hier rausnehmen.